So. Jetzt sagt er links und direkt wieder links am Fluss entlang. Machen wir doch gerne. Map, hier lang. Was erwartet uns für Ge Da sind die Wampendrachen. So. Machen wir gleich alle drei drauf. Oh, jetzt haben wir unseren Spaß. Drei Wampendrachen, wir sollten. Oh. Nehmen wir erst das Klingeling. Und mach du mal. Nee. Nee, mach du erstmal Heilung auf Jessica. Dann benutzt Angriff Jengis drauf, dann mach du auch den Angriff da drauf. Super. Hey! Ah, vom Sand geblendet. Na, jetzt müssen wir hier ein bisschen mal Gas geben. Boah. Oh, der zieht uns aber gewaltig viel Leben ab. Ich will mal hoffen, dass wir jetzt noch die Runde gut durchkommen, obwohl wir machen Heilung auf uns selbst. Dann hier hören wir auf Jengis. So, jetzt soll der vielleicht. Ja. Ah, komm, Jengis, danke. Flash ist Level 16. Yeehaw. Okay, 6 Talentpunkte. 2, 3. Und dann machen wir hier unten auch nochmal 3. Ja, ich habe das jetzt aufgeteilt, dass ich so im Speer. Dann habe ich mir durchgeguckt, dass Jengis am besten die Sichel nehmen soll. Man kann dann natürlich auch machen, wie man möchte, gerne. Aber. Dann, wo ich das gesehen habe, ein bisschen natürlich ein bisschen informiert. Man sollte ja nie. Ne? Und man soll am besten so machen. Weil wenn man alle Heile macht, dann wird erst Jengis seine MP-Punkte verbraucht. Und der hat wirklich eigentlich gute Fähigkeiten. Der hätte. Jetzt müssen wir mal nachschauen. Ich hatte, glaube ich, Knister. Ich weiß nicht, ob wir das vorher schon hatten. Hier hatten wir noch ein bisschen Gain. Hier hat man natürlich mehr bekommen. Ah ja, er hat die Spürnase und Pfiff bekommen. Und die Windsichel. Eigentlich ganz gute Fähigkeiten, finde ich. Und ein Gegner. Kämpfen oder nicht kämpfen? Egal, komm. Du alter Blecheimer. Das heißt, wir machen hier mal so, so und. Okay, schon mal eingenickt. Super. Wieder aufgewacht. Fähigkeit Blitzstoß. Normaler Angriff. Ja, das war's schon. Eine Schatztruhe. Mit einer Kupfermünze. Okay, jetzt haben wir 400 Gold schon mal sicher. Bei Jessica ist auch ganz gut. Bei einzelnen Personen ist nicht die Mega-Schwächung effektiver, sondern die normale Schwächung, weil die für eine Person nur gedacht ist und sich dann nur darauf konzentriert. Und wir können jetzt. Na, Klingelings. So, müssen wir halt gucken, ob Jessica uns dazu besser hilft. Ah, kein Problem. Das wird sich jetzt auch erledigen. Da will ich jetzt nicht warten, dass jetzt so ein Wambo wieder Drache kommt. Und lässt fallen ein Haarband. Okay. Hatte ich noch nicht. Keine Ahnung, was ich damit machen soll. So, den Weg sollen wir weiterführen. Weiter, weiter, weiter. Aber wo lang führt er denn? Hier lang geht's oder weiter den Fluss? Ah. Hier. Und hier ist jetzt eine Ruine. Im Gestrüpp ist deutlich ein Umriss zu erkennen. Okay, hier ist eine Statue. Statue. Ich wollte die Statue doch anquatschen. Naja, nehmen wir erst die kleinen Viecherchen. Und tschüss. Und tschüss. Super. Ah, Mond. Rottenkauder, da habe ich auch jetzt schon drei Stück von. Muss ich auch mal schauen, ob wir die irgendwie loswerden oder so. Ist ein Anfang zu. Bla bla bla. Genau, da stecken wir den Schlüssel rein. Ja, hineinstecken. Und wir einen Schlüssel mal drehen. Klick. Blaues Feuer. Aber also, wenn ich ihn wieder umdrehe, kommt dann wieder Erde hin oder so. Okay, wir können hier runter.
Super, das heißt, das ist der Weg, in dem wir lang wollen. Dann gehen wir mal flickflack hier lang. Oh nein. Kümmern wir uns erstmal um den hier. Um den. Und Jessica, mach mal die Fähigkeit bitte nicht Kusshand, sondern noch mal den Zauber Gähn. Wo haben wir den denn? Machen wir die vorderen. Super. Das heißt, es sind schon mal zwei eingeschlafen und der dritte ist jetzt weg. Top. Aua. Nimm meinen Kopf woanders hin. Oh, übertreib. Jetzt kümmern wir uns nach und nach um die beiden hier. Und dann machen wir mit Zauber die Mega-Schwächung. Gehen wir auf die beiden noch. So, danke. Ah, er ist aufgewacht. Natürlich nicht geil. Kümmern wir uns erstmal um den hier. Dann können wir mal hoffen, dass Jessica noch ein Glück hat mit Gähn und zack, zack, beide eingeschlafen. Super. Jetzt brauchen wir uns keine Sorgen mehr machen. Jetzt gibt es ja immer einen Schlag. Jetzt sind natürlich beide wach, aber würde ich sagen, das war dein letzter Stoß und du bist tot. Dankeschön. Haben wir irgendwas hier um Ecke? Da, zwei Schatztruhen. Nein, eine Fresskiste? Ich will aber nicht. Donnerstoß. Stielsichel. Hier ist jetzt zum Beispiel auf eine einzelne Person ganz gut. Nein, die Kiste ist nicht getroffen. Boah, kritischer Schaden. Und das kann auch passieren. Wir hatten ja einen Tag, dass wir doch nur normalen Angriff hatten. Es gibt kritischen Schaden und halt auch, null. Sozusagen, dass halt null rauskommt. 1, 2. So, noch Sex Appeal. Machen wir noch 3, 3. Dann passt das. Jo. Zauberlehrling. Jetzt hoffen wir, dass er ist abgeschlossen. Dazu fehlt mir eigentlich auch der Diebesschlüssel. Oh. Ist da was umgefallen? Hm. Da geht's nicht weiter. Vielleicht geht's da hinten weiter. Also je tiefer man eigentlich geht, desto besser ist es. Komische Scheiße aus Fliegen. Na, warum schlägt die denn als erstes zu? Edge. Okay, Gott sei Dank nichts. Ich würde sagen, zack, normaler Angriff den und richte deine magische Barriere, die gegnerische Zauber zurückwirft. Ne, machen wir das mal so. Top! Die schläft zielen euch weiter. Dann machen wir den und den und normalen Angriff. Top. Ah, super. Der Astrangriff klappt. Ist ein bisschen fehl am Platz, würde ich sagen, oder? So richtig. Schauen wir mal, da können wir weiter, da könnten wir weiter, da aber nicht. Ja. Ich will nicht, aber dahinter will ich auch. Hm. Kannst du bitte aufhören? Danke. Okay, wir kümmern uns erstmal um die Mumie am besten da hinten. Und machen gehen auf die beiden Knallköpfe. Die schlafen relativ gut ein, finde ich eigentlich. Super. So, die machen nur einer Schaden, machen aber geht. Nein. Oh nein, alle drei. Und. Okay, Jessica ist wieder wach. Okay, dann machen wir auf die Mumie. Bitteschön. Natürlich. Oh nein. Oh, ist verflucht. Was soll der Mist denn jetzt hier? Hallo? Oh, nicht schon wieder. Hallo, kannst du jetzt mal bitte aufwachen? Hängen wir mal
mal Beschleunigung drauf, aber schläft immer noch. Ja, Genghis ist wach. Wow. Wir machen mal einen Angriff und das geht mir auf den Sack hier. Dann gibt's die beiden hier. Knister, knister. So, einmal schon mal weg. Glück gehabt. Oh, kann der nicht einfach wach gehen? Zauberheilung braucht. Obwohl, warte mal, Zauberheilung auf. Ne, wir versuchen jetzt noch einen Angriff. Und zwar hier gegen. Und hier machen wir den. Bitteschön. Oh, endlich. Wurde auch Zeit, dass ich wieder wach werde. Na, zurück. Wir machen den da und zack. So. Die beiden sind auch schon mal weg. Jetzt kommt noch unser Knochenkopf hier. Und du bist nämlich auch tot. Super. Da müssen wir eine Runde heilen, würde ich sagen. Heilung. Ja. Okay. Genghis noch nicht. Da warten wir noch ein Ründchen. Aber ich wollte jetzt hier hoch. War nicht noch ein Kampf. Nicht noch ein Kampf vorher. Hallo? Okay. Guck, guck. Ja, dann würde ich sagen, wir machen doch schon mal eine Heilung auf Genghis. Wer hat denn jetzt die Super-Arznei? Behalte die mal. Also vielleicht machen wir das mal, damit das ein bisschen auf den Keks ging mit dem Tippen, dass sie auch Vergiftung können, weil diese Suppe sieht mir gar nicht super aus. Machen wir hier vielleicht noch. Ich habe natürlich die Verzauberung bzw. den Zauber Entgiftung, aber es kann natürlich möglich sein, dass jetzt eher mehrere macht und da habe ich gar keinen Bock drauf. Oh, jetzt geht unser Hund ab. Ah, da ist ein Haarband, okay. Oh.